So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 2. September 2021. Hier gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte gönnen und die aktuellen Entwicklungen entsprechend einordnen. So wirklich spektakulär ist das, was der DAX uns präsentiert, zwar nicht, aber vielleicht laufen wir da gleich zeitlich in ein sehr, sehr spannendes Fenster, denn jetzt hat sich ein mögliches Muster herauskristallisiert im Laufe der letzten 2 Handelstage, Montag. Nee, Moment, nicht Montag, Dienstag war es. Dienstag kamen die Kommentare des EZB-Notenbankers Holzmann, der sagte, dass ein Taper bzw. eine Reduktion des PEP-Programms seitens der EZB hier denkbar wäre ab dem 4. Quartal 2021, ausgehend von entsprechend steigendem Inflationsdruck. Und das konnte man als potenziellen, ja, Trigger oder Katalysator eben für den Drop, der sich dort gegen die Allzeithochs, gegen die 16.000er-Region abgezeichnet hat, ins Feld führen. Jetzt ganz interessant, gestern hat sich ein ziemlich genau gleiches Muster herauskristallisiert zur nahezu gleichen Uhrzeit, nur mit dem Unterschied, dass diesmal kein EZB-Politiker sich irgendwie geäußert hat oder sonst irgendein fundamentaler Katalysator auf den Weg gebracht wurde, was wiederum die Überlegung nahelegt, dass das eventuell ein, ja, vielleicht Verkaufsprogramm war eines Institutionellen, der sich da gegen diese 16.000er-Region short positioniert oder beziehungsweise Long-Positionen liquidiert oder dergleichen. Und ausgehend von diesem Muster, welches eben jetzt aufgetreten ist, lohnt definitiv heute gegen 11, 11:30, 12 vielleicht einen Blick auf den DAX. Wir stoßen wieder in Richtung der Hochs vor, auch heute bullische Vorgaben zunächst. Wir driften, traden zurück in Richtung Driften, ist weniger eigentlich, das ist verhältnismäßig dynamisch, ehrlich gesagt, für dieses niedrig volatile Umfeld in Richtung der jetzt 15.900er Region. Mal gucken, ob wir jetzt gegen diesen Bereich erneut überrollen. Alles in allem auf jeden Fall wollen wir nachbetrachten den ADP-Arbeitsmarktbericht natürlich von gestern. Enttäuschend, erneut, wie im letzten Monat auch. Vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl hier im Hinblick auf die Non-Farm Payrolls, die morgen anstehen. In dem Zusammenhang natürlich auch ein Blick auf Gold. In dem Zusammenhang dann auch ein Blick natürlich auf den US-Dollar insgesamt. Mal einen Blick drauf werfen und nichtsdestotrotz, wir sehen die Bäume volatilitätstechnisch weiter nicht wirklich in den Himmel wachsen, ausgehend einfach von dem Umstand, auch wenn es brisant werden könnte mit dem Arbeitsmarktbericht, ausgehend von den Ausführungen von Jay Powell auf dem Symposium in Jackson Hole letzte Woche Freitag und diesem konkreten Verweis auf den Arbeitsmarkt in den USA. Es ist dennoch eher so, dass wir mit dem verlängerten Wochenende in den USA, Labor Day, veränderte Handelszeit noch entsprechend dann die Auswirkungen auch auf den Equities-Bereich grundsätzlich haben. Also US-Equities werden am Montag dann zum Beispiel nicht getradet, dass das eventuell eine zeitlich verzögerte Reaktion nach sich ziehen könnte, sofern es überhaupt eine Reaktion gibt. Ja, all das wollen wir in den folgenden Minuten hier abarbeiten und uns einen Blick verschaffen, bevor wir offiziell, Verzeihung, starten. Hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt, der kann im Trading für einwirken, gegen einwirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man, ob man sich für den Handel mit diesen spekulativen Derivaten eben eignet. Sollte man zu dem Schluss kommen, kann man sich jederzeit eine Demo auf markets.com/de herunterladen. Ich stelle auch nicht einen Link ein zur MarketsX-Handelsplattform. Sollte man früher oder später dann für sich entscheiden, einen Schritt ins Live-Trading zu gehen, gehe man ihn gerne. Den vollständigen Risikohinweis markets.com/de. Dort findet ihr auch Informationen zur weiteren Produktpalette von Markets. Klassischer Multi-Asset-Broker, das bedeutet, das Produktportfolio beschränkt sich hier nicht nur auf CFDs und DFX-Produkte, sondern eben beispielsweise auch auf physische Aktien, ETFs und dergleichen. Alle Fragen diesbezüglich gerne entweder direkt eigenverantwortlich in Anführungsstrichen oder in Eigenregie auf der Webseite sich beziehend oder per E-Mail an die Elena. Wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, Wunschmärkte habt, die ihr gerne mal betrachtet haben möchtet und dergleichen, stellt diese Frage gerne hier, sei es in der Chatbox des Videos, sei es unterhalb dieses Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung auf YouTube anschaut, sei es über Twitter, sei es über meine Webseite, zum Beispiel im Forum jk-trading.com/forum. Da habt ihr auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. E-Mail steht auch die Möglichkeit natürlich. Also jede Kontaktaufnahme ist much appreciated, highly appreciated, und ich würde mich freuen, euch dort mit Rat und Tat hoffentlich zur Verfügung stehen zu können und meine Einschätzung dann mit euch zu teilen. Hier einmal der Blick jetzt auf die MarketsX-Handelsplattform. Ich stelle auch den Link einmal hier in die Chatbox. Zack. So. Also, da könnt ihr euch kostenlos eine Demo runterladen. Ich schaue mal jetzt ganz kurz, ob das an die Bildschirme dieser Welt da draußen alles hinaus gestreamt wird, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Sollte sich das ändern, wie gesagt, es gab jetzt interessanterweise so eine Entwicklung, wo auch immer die herrührte.
dass plötzlich bei YouTube das nicht so gestreamt wurde, wie es sollte. Also der hat einfach dann ausgesetzt. Das war vorgestern und am Montag, glaube ich. Nach 25 oder 30 Minuten plötzlich wie so ein Cut. Ich dachte, das hat vielleicht irgendwie eine Restriktion von YouTube damit zu tun, eine neue Geschäftsbedingung, keine Ahnung. Sollte das hier passieren? Das Morning Meeting wird trotzdem weitergefahren. Ihr habt die Aufzeichnung auch anschließend gesehen. Bei Twitch gab es keine Probleme. Also hier ist einmal der Link zu Twitch an dieser Stelle. Wer da aktiv ist, auch da wird das live gestreamt. Also der Grund vielleicht, warum das abgeschnitten wurde in irgendeiner Form, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich hier eine externe Software nutze, wie auch immer geartet. Also Twitch auf jeden Fall wird weiter gestreamt. Andernfalls wenige Minuten dann später findet auf jeden Fall sich die Aufzeichnung im YouTube-Kanal in diesem Zusammenhang. So, ich guck mal jetzt ganz kurz hier nochmal kurz, da blinkt. Okay. So, okay, also, ja, hier haben wir einmal den DAX an dieser Stelle, wie gesagt. Und wir werfen einen Blick kurz hier einmal auf. Einen Moment. So, wir werfen hier einmal einen Blick auf den DAX und auf dieses Szenario, was ich da gerade skizziert hatte. Erstmal nur mündlich, aber dann haben wir es hier auch in bildlicher Form, visuell, so. Also der Tag ist erstmal unwichtig oder unwichtig in Anführungsstrichen, beziehungsweise nicht wirklich spektakulär an dieser Stelle. Ganz kurz hier gucken, ich muss mal eben die Seite updaten. Es wird nicht richtig abgebildet. So, sehr schön. Also hier ist auf jeden Fall alles gut. Also sehr, sehr volatiles Treiben. Das sollte sich jetzt zeitnah auch nicht ändern. Allerdings dann in der kommenden Woche, wie gesagt, da haben wir vielleicht das Potenzial für anziehende Wohler. Da werden wir gleich noch einen Blick drauf werfen, besonders auf die US-Equities. Was uns jetzt erstmal interessiert hier, besonders aus der Intraday-Trading-Perspektive, ist das, was da gestern passiert ist. Der Knick hier weniger. Das waren schwache Vorgaben vom US-Markt. Vielleicht waren da die ADP-Zahlen so einer der Hauptgründe, der Haupttreiber auf der Unterseite. Eventuell, eigentlich sollten, oder jetzt mal rein plump gesprochen, Bad News sollten Good News sein. Also schlechte Arbeitsmarktzahlen sollen an der Stelle die Chance erhöhen, dass man seitens der Fed eher die geldpolitischen Schleusen offen hält. Demnach, oder beziehungsweise die ADP-Zahlen sind zwar jetzt nicht der Schlüssel, Arbeitsmarktbericht, aber jener, der eventuell eine Indikation für die Non-Farm Payrolls eben am Freitag liefert. Jetzt ist allerdings das Problem in Anführungsstrichen, dass natürlich eine sich eintrübende Situation aus konjunktureller Perspektive bei zeitgleich anziehender Inflation natürlich etwas nach sich zieht, was man als Stagflation bezeichnen würde. Also ein stagnierendes konjunkturelles Umfeld bei zeitgleich anziehender Inflation, das ist alles in allem ein Umfeld, welches wenig bis gar nicht prosperierend eben für die Equity-Märkte grundsätzlich eben tatsächlich ist. Uns interessiert aber vor allem dieses Leg-Down hier. Auf den kommen wir dann gleich später nochmal ein bisschen detaillierter zu sprechen, auch im Hinblick eben auf mögliche Szenarien, die man dann morgen für die Non-Farm Payrolls eben skizzieren kann. Wir wollen uns hier mit diesem Leg-Down eben entsprechend auseinandersetzen. 10 Uhr, wir rollten schon so ein bisschen über die Beschleunigung dann ab 11 Roundabout hier auf der Unterseite. Und einen sehr, sehr ähnlichen Verlauf hatten wir schon am Vortag. Da starteten wir allerdings um 11. Also da haben wir zunächst bullische Vorgaben gesehen und rollten dann allerdings auch über. Hier diesen Push-Down am Dienstag, den haben wir, wie gesagt, auf Holzmann zurückgeführt, auf diese überraschend restriktiven Kommentare, die allerdings im Hinblick auf das Standing von Holzmann selbst nicht so überraschend wiederum. Das hatte ich gestern auch gesagt. Der hatte sich schon mal im Juni, also vor kurzem ehrlich gesprochen, dafür eine Reduktion dieses PEP-Programms ausgesprochen. Deswegen, das hat einem jetzt nicht so wirklich überrascht, ehrlich gesprochen. Deswegen war es umso überraschender, dass dann so eine Reaktion tatsächlich stattgefunden hat. Aus der Perspektive könnte man das eben auch interpretieren. Aber wenn man das jetzt eben hier dann dieses Bild auf gestern anwendet und den ebenfalls hier stattgefundenen Abgabedruck, dann kann man doch durchaus schon mal sagen, da ist ein Muster erkennbar. Und genau dieses Muster, was da erkennbar ist, wird natürlich dann für heute jetzt interessant, weil wir sehen in diesem Zusammenhang zwar, dass wir jetzt haben keine sehr starke Gegenbewegung gestern eingeleitet hier gegen die 15.800er Region, aber nunmehr uns heute jedenfalls initial hier wieder bullisch präsentieren, oberhalb dieser gestrichelten Linie stabilisieren können. Das ist die 15.800er Marke. Das ist meine Inflection in Anführungsstrichen, an der ich mich erstmal grob orientiere, übergeordnet, dass ich sage, alles, was drüber stattfindet, erhöht die Chance, beziehungsweise ja, erhöht die Chance, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es dort eine Attacke auf die Allzeithochs gibt. Zeitnah tatsächlich sollten wir da drunter fallen, uns unterhalb stabilisieren, beziehungsweise dann sogar Dynamik unterhalb aufnehmen. Wäre in diesem Zusammenhang da eher von auszugehen, dass wir eben hier nochmal den Bereich um 15.600, 650 Punkte eben tatsächlich anlaufen. Jetzt laufen wir zurück. Intraday-Vorgaben zunächst bullish. Wir handeln oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Und nunmehr ist so ein bisschen die Frage, wenn wir
jetzt hier den 15.900er Bereich anlaufen, vielleicht ein Stück weit höher, 29 vielleicht. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob wir dieses Momentum jetzt überhaupt aufnehmen. Dann stellt sich schon ein bisschen die Frage, ob wir dann vielleicht gegen diesen Bereich erneut überrollen und dann ähnlich vielleicht ein Verkaufsprogramm irgendwie getriggert wird, welches dann eben hier Abgabedruck eben auf den Weg bringt. Das ist nochmal rein spekulativ. Es ist allerdings, wie gesagt, erkennbar, dass zweimal zur selben Zeit entsprechend hier offensichtlich ein Abgabeimpuls auf den Weg gebracht worden ist. Und so wirklich, wie gesagt, also mit viel Großzügigkeit und weil es sich einfach gut liest und weil es sinnvoll erscheint im aktuellen Umfeld, kriegst du das hier auf Holzmann eben umgemünzt. Allerdings, dass es dann zur nahezu gleichen Zeit am darauffolgenden Tag nochmal auftritt, ohne einen entsprechenden fundamentalen Trigger, wirft dann schon so ein bisschen die Frage auf, ob das nicht eventuell auch hier dann eventuell nur zurückgeführt wurde auf diese Kommentare, obwohl da eigentlich in Wirklichkeit ein technischer Aspekt irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und also wie auch immer geartet, wir werden es jetzt gleich sehen. Achten wir einfach mal drauf. Ja, trading-technisch würde ich jetzt nicht sagen, ich gehe ab 11 Uhr short in irgendeiner Form. Dafür reichen jetzt zwei Datensätze mit Sicherheit oder zwei Datenpunkte. Das sind ja keine Datensätze. Das sind zwei Datenpunkte mit Sicherheit nicht aus. Aber es ist etwas, was ich berücksichtigen würde. Und sollte sich eben jetzt bei einer entsprechend nochmal beschleunigenden Aufwärtsbewegung in irgendeiner Form hier Widerstand zeigen gegen 15.900 Punkte, wie so ein leichtes Austoppen in irgendeiner Form zu sehen bekommen. Wir sehen es jetzt hier schon eventuell in diesem Bereich. Wobei ich das noch nicht überbewerten würde, sollten wir gegen diesen Bereich austoppen, dann könnte es durchaus eventuell erneut diesen Push tiefer geben, der zumindest mal für aktuell bestehende, nachvollziehbar bestehende Intraday-Long-Positionen oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis hier an der Stelle beispielsweise meinerseits eine entsprechende Absicherung nach sich ziehen sollte und entsprechend ein aggressiveres Stop-Management beziehungsweise ein Nachtrailen, um dann hier bei einem solchen erneuten Einknicken nicht auf der falschen Seite eben nicht mehr erwischt zu werden, sondern eventuell an der Stelle eben einen Großteil seiner bis dahin aufgelaufenen Intraday-Gewinne wieder herzuschenken. Also das ist auf jeden Fall ein Muster, was man beobachten sollte. Wir werden es gleich in Live und Farbe hier, werden wir es miterleben, werden wir einfach mal schauen. Eventuell waren das einfach jetzt 2 Tage und da kommt überhaupt kein Abgabedruck in irgendeiner Form auf. Eins sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Um 11 werden Erzeugerpreise veröffentlicht der Eurozone. Das ist jetzt eigentlich nicht so das Big Event in Anführungsstrichen, so möchte ich das mal bezeichnen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, das ist der Datensatz, den man auf jeden Fall als wichtig erachten sollte. Aber ein Moment. Money? Nee, Money ist es gar nicht mal. Stimmt gar nicht. Prices brauchen wir. Was aber mit Sicherheit relevant ist oder sich abzeichnet hier, ist natürlich ein kontinuierlich voranschreitender Inflationsdruck, der sich nicht nur in den Verbraucherpreisen widerspiegelt, sondern der sich eben auch hier in den Erzeugerpreisen widerspiegelt. Schon seit geraumer Zeit. Die jüngsten Zahlen, gestern zum Beispiel, Inflationsrate aus der Eurozone bei 3% veröffentlicht, erwartet wurden 2,7%. Also das bedeutet etwas anders formuliert an dieser Stelle. Wir haben hier zunehmend Inflationsdruck, den wir ja durchaus haben erwarten dürfen, beziehungsweise der jetzt keine große Überraschung ist. Der Datensatz lag über der Erwartung. Was sich jetzt natürlich an der Stelle vor allem als Frage stellt, ist, wie weit übertreffen wir die Erwartungshaltung aktuell von 10,2%, beziehungsweise stimmt gar nicht, 11%. Das ist der vorherige Datensatz, 10,2. Also das heißt, wir erwarten hier schon weitere Aufschläge. Wenn diese Zahlen hier jetzt veröffentlicht werden, 12% vielleicht, nochmal 1% höher, 1% Punkt höher irgendwie veröffentlicht werden oder dergleichen, dann könnte das natürlich eben diese, sofern es denn dann aktuell eine Rolle spielt, Taper-Diskussion eventuell nochmal befeuern. Das ist nur ein peripherer Gedanke tatsächlich. Ich würde ihn nicht überbewerten. Ich gehe eher davon aus, 80-85%ige Wahrscheinlichkeit, dass hier überhaupt gar keine Reaktion stattfindet in irgendeiner Form. Aber es ist zumindest mal etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, weil es eben derzeit das übergeordnete Marktumfeld ganz wesentlich beeinflusst. Also sprich, anziehende Inflation, die die Frage aufwirft, wann kommt eine Reduktion der geldpolitischen Stimuli seitens eben der EZB, Querstrich, ganz besonders aber seitens der Fed. Und das ist durchaus etwas, was dann auch eine erhöhte Brisanz beinhaltet für eben Equities, die auf verhältnismäßig hohen Elevated Levels eben tatsächlich traden. Das gilt noch nicht mal so dramatisch hier für den DAX, sondern viel eher vielleicht dann sogar für die US-Equities, die sich weiterhin unspektakulär präsentieren. Wir haben jetzt
Ja, ein Bruch sieht anders aus, so will ich es mal formulieren. Wir sind jetzt rausgedriftet. Also diese scharfe Aufwärtsdynamik, dieses erneute V, was wir hier eingezeichnet hatten, nachdem am 19. August ein bisschen Vola reingekommen ist und diesen kurzen letzten Spike eben vor Jackson Hole gab, hier im Volatilitätsindex, also im VIX an dieser Stelle, der komplett ja zurückgekauft wurde dann innerhalb weniger Tage und wo wir jetzt eben durch die entsprechenden Vorgaben aus Jackson Hole und das auf die lange Bank schieben eines Tapers eben. Jetzt haben wir Momentum verloren, driften seitwärts raus aus dieser Aufwärtssequenz, die sich hier herauskristallisiert hat. Das sollte sich auch eher nicht ändern. Also das heißt etwas anders formuliert, das, was ich gerade im Bezug auf den DAX jetzt beispielsweise skizziert habe, das ist wirklich reines Intraday-Geplänkel. Das ist nicht wirklich spektakulär in irgendeiner Form. Was dort zu erwarten ist. Und das ist hauptsächlich begründet oder begünstigt durch eben dann auch den Ausblick auf ein sehr, sehr niedrig volatiles Umfeld hier im Hinblick beispielsweise auf jetzt die US-Equities generell. Also sei es den S&P, sei es aber auch beispielsweise den Nasdaq. Man merkt das auch schon im Einzeltitelbereich beispielsweise. Zoom hatten wir ja zum Thema gemacht als Einzeltitel. Er hatte gestern zum Beispiel nochmal meine Hypothese bestätigt gesehen. Das vielleicht als noch etwas spektakuläres Umfeld. Und zwar erinnert euch dran, wir hatten einen sehr soliden Datensatz zu sehen bekommen zu den Earnings. Das war am Dienstag nachbörslich. Moment, Dienstag nachbörslich? Montag nachbörslich. Montag nachbörslich, ja. Montag nachbörslich. Scharfes Gap Down, weil wir bei einem Growth-Titel eine Guidance Inline eher als negativ beachten. Also das heißt, der Wachstum wurde eher bestätigt, es wurde nicht nochmal größeres Wachstum in der Zukunft in Aussicht gestellt. Und das hat eben dazu dann geführt, dass wir hier einen scharfen Abschlag nochmal auf der Unterseite gesehen haben, in Richtung psychologisch relevantes Level, auch übergeordnet. Interessante Region 280, 290 verkauft worden sind. Das ist eine Korrektur in einem sehr vielversprechenden Growth-Titel. Also die Growth Rate, die dort gesehen werden kann, liegt bei 40% Pi mal Daumen, was eben exorbitant ist tatsächlich. Also was jetzt nicht ganz Tesla-Gefilde ist, aber dennoch sehr, sehr vielversprechend anmutet, auch in einem kontinuierlich oder weiter voranschreitenden, ich nenne es jetzt mal Remote-Umfeld, in dem wir uns eben hier wiederfinden. Also Zoom ist auf jeden Fall ein sehr, sehr attraktiver Kandidat. Auch längerfristig, wenn man eben weiter von billigem Notenbank-Liquidität ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass eben diese Wachstumsraten weiter realisiert werden können. Sehr, sehr starke Akquisition, die jetzt stattgefunden hat von Five9, glaube ich, ist das Unternehmen. Also, lange Rede, kurzer Sinn in diesem Zusammenhang. Das sind eigentlich chancen-risikoverhältnistechnisch sehr interessante Niveaus tatsächlich. Und demnach hätte ich schon am Mittwoch wiederum, nein, Dienstag, Dienstag bereits eben einen Bounce hier erwartet und wir scheiterten dann. 2,95 scheiterten wir und haben einen unglaublich volatilen und unspektakulären Handel eben nach sich gezogen. Hat mich dazu veranlasst, für gestern, also Mittwoch dann entsprechend eher die Shortseite zu favorisieren, auch wegen dem schwachen Schluss, den wir gesehen haben. Also wir haben im Bereich der Tagestiefs eben geschlossen. Das, was sich für solche ein klassisches Second Day Play, könnte man es nennen, eben so ein bisschen dann zurückhält, ist der Umstand, dass wir eben noch nicht mal eine ATR-Handelsspanne gesehen haben. Also eine ATR, die bezieht sich aktuell so 14,70 Dollar ungefähr. Da möchtest du also rund 15 Dollar sehen, die im Hoch und Tief entsprechend gehandelt werden, trotz eines solchen Gap Downs. Und das hat gestern oder beziehungsweise am Dienstag nur zur Hälfte geklappt. Das war eine halbe ATR. Deswegen war das kein klassisches Second Day Play. Das ist ein erstes Indiz auf jeden Fall für diese abnehmende Volatilität. Und jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir gestern eben hier gleich zur Eröffnung, also schon in der Vorbörse eigentlich, um 2,90. Da konnten wir dieses Niveau halten. Das hat sich herauskristallisiert. Und was ich sehr spannend fand, war, dass wir über 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens in der Vorbörse gesehen haben in Zoom. Und das bestätigt meine ursprüngliche, ich nenne sie jetzt mal Bounce-Hypothese tatsächlich nochmal. Weil wenn du ein durchschnittlich gehandeltes Volumen von etwa 3,3 Millionen Aktien pro Tag hast und du siehst dann in der Vorbörse bereits über 300.000 Stücke entsprechend eben gehandelt, dann ist das ein Indiz, besonders vor dem Hintergrund des Wissens, dass der institutionelle Handel in diesem Bereich eben zwischen 14 bis 15:30 Uhr hauptsächlich aktiv ist, dass da offensichtlich Interesse seitens der Institutionellen besteht. Wenn du dann siehst, dass die 2,90 gehalten werden kann, dass wir eher mit einem leichten Gap-Up tatsächlich sogar aufmachen, dann bedeutet das umgekehrt, okay, dann war es vielleicht jetzt nicht sofort post der Earnings, dass solch ein Bounce dann denkbar wird, aber dass dann eventuell am darauffolgenden Tag, also gestern, entsprechend so ein Drive stattfindet. Und ich habe dann auch eine ganz klare, natürlich anhand der Zahlen oder der Level, die sich am Dienstag herauskristallisiert haben, ein ganz klares Level und ich kann eine ganz einfache oder klare Trade-Hypothese formulieren. Ich kann sagen, wenn wir 2,95 rausnehmen,
dann will ich long sein. Auf einen Halten der 2,95 an dieser Stelle. Und das hat sich gestern, ich nehme mal hier vielleicht den Reverb rein und so machen wir das mal. Und das hat sich gleich zum Opening, hat sich das hier entsprechend gezeigt. Also das heißt, wir sind dann über 2,95 gelaufen. Wir konnten diesen Bereich halten. Es gab einen kurzen Flush in diesem Bereich um rund 2,95. Hier, also man kann das in dieser einen Kerze, kann man das hier ganz gut erkennen. Ja, da gibt es einen kleinen Pull-in, machen wir 2,98. Dieses Niveau kann gehalten werden. Da wird auch, konsolidiert sich das auch oberhalb von WeWop. Also das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Das ist ein 5-Minuten-Chart. Auf der Minute sieht man das noch ein bisschen besser. Und das ist für mich ein Long gewesen an der Stelle. Und ich habe auch ein klares Level, gegen das ich handle, weil ich sage, alles oberhalb von 2,95 ist für mich Long. Das heißt also Stop 2,94,80. Knapp unterhalb der 2,95 an der Stelle habe ich roundabout hier von der 2,96,50, 2,96,80 habe ich 2 Dollar Risk. An der Stelle sehe aber auf der Oberseite eben das Potenzial für 305, 310, also im Schnitt 357 Pi mal Daumen. Das sind also 10, 11, 12 Dollar Bounce-Potenzial bei 2 Dollar Risiko, ist ein CRV von 5:1. Also durchaus attraktiv. Wir sehen dann allerdings hier einen fehlgeschlagenen Versuch, diese Hochs rauszunehmen. Kein starkes Signal, driften sogar wieder zurück und auch unglaublich volatil, unspektakulär. Also über lange, lange Zeitperioden auch tatsächlich. Und also ich habe jetzt einen Trade kombiniert, um mein Research zu unterstreichen, im Hinblick nämlich auf die aktuell unglaublich niedrige Volatilität, die wir einfach sehen. Also diese Entwicklung, die wir hier in Zoom haben, ich würde jetzt mal sagen, in einem in Anführungsstrichen normalen Marktumfeld, das nicht ein verlängertes Wochenende hat und wo wir auch nicht eine derart absterbende Volatilität eben sehen, wie wir sie gerade auf breiter Front eben sehen. Ich glaube, da wird solch ein Bounce-Play und dann auch ein Rücklauf über die 300er-Marke sehr, sehr viel wahrscheinlicher laufen als im aktuellen Umfeld einfach. Und selbst wenn diese Bounce-Hypothese jetzt weiterhin aktiv ist, werde ich mir heute zweimal überlegen, ob ich hier nochmal versuche, einen Bounce über die 300 zurückzutraden an der Stelle. Also da müsste schon ein ganz klares Signal kommen, dass ich das in Betracht ziehe. Gestern, wie gesagt, das hatte sich angeboten, regelrecht. Allerdings bin ich dann im übertragenen Sinne, oder meine Hypothese ist dann im übertragenen Sinne Opfer geworden an dieser Stelle eben hier der aktuell abnehmende Volatilität, und daran wird sich auch potenziell, wie gesagt, jetzt erstmal nichts weiter ändern. Also das bedeutet etwas anders formuliert, alles in allem bleiben die Vorgaben zwar bullish, ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir uns darauf einstellen müssen, dass wir trotz der Non-Farm Payrolls, die jetzt anstehen, dass wir einen alles in allem sehr, sehr volatilen, unspektakulären Wochenschluss eben zu sehen bekommen. Dann einen sehr, sehr ruhigen Wochenstart. Also der Future wird zwar mit beschränkter Handelszeit bzw. verkürzter Handelszeit getradet, aber die Kasse ist zu. Und dann ab Dienstag, ja, steppt dann eventuell der Bär. Also das ist zumindest mal volatilitätstechnisch zu hoffen. Und demnach dürften wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich dann auch hier zwischen 4.500, würde ich jetzt mal sagen, bis 4.540 Punkten eben aus der Woche hinaus driften. Nur deutlich über oder unter der Erwartung liegende Non-Farm Payrolls eben dann wirklich in der Lage sind, hier einen entsprechenden Spike aus dieser Range nach sich zu ziehen, die dann allerdings heftig ausfallen könnte, durch wiederum den Umstand, dass das Umfeld eben verhältnismäßig dünn sich aktuell eben darstellt, durch das verlängerte Wochenende und weil sich eben mehr und mehr Trader eben in ein verlängertes Wochenende an der Stelle eben verabschieden und demnach eben das dann zu dünnen Geld und dünnen Briefseiten eben tatsächlich kommt. Hier in dem Zusammenhang nochmal ein kurzer Blick auf den Nasdaq. Der bleibt weiterhin bockstark an dieser Stelle. Also hier sieht man zwar auch, dass wir diese Trendlinie driftend verlassen, in Anführungsstrichen. Aber irgendwie kann man spüren, ist da noch mehr Nachfrage eben tatsächlich derzeit gegeben und das Potenzial für nochmal Aufschläge, vielleicht sogar dann das Markieren des nächsten Meilensteins, 16.000 Punkte, scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein und somit eine Attacke auf die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Aber die Luft wird definitiv dünner und ich habe gestern tatsächlich, wir haben es häufig jetzt gesagt, in den Morning Meetings immer wieder aufgegriffen. Gestern habe ich eine sehr, sehr tolle Grafik dazu gefunden, beziehungsweise die ist bei mir aufgeploppt hier von Holger Chapitz, und zwar Fangman, dass das von Big Tech größtenteils getragen wird. Das ist also eine relativ kleines Spektrum in Anführungsstrichen ist von Aktien, die diese Rallye besonders im Tech-Bereich eben trägt, auf diesen Schultern dieses entsprechend lastet. Und in dem Zusammenhang wird hier mal deutlich, welchen Einfluss mittlerweile Big Tech hat. Also der Fangman-Komplex, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia an der Stelle haben jetzt mittlerweile eine Marktkapitalisierung. Diese 7 Unternehmen zusammen haben eine Marktkapitalisierung von über 10 Billionen US-Dollar. Also wenn wir da irgendwann mal
Es wird noch ein bisschen dauern, aber wenn das so weitergeht, dann nicht mal allzu lange. Sollten wir hier die 12-Billionen-Grenze irgendwann mal überschreiten, erinnern wir uns dran, 2019 hat die Wirtschaftsleistung Deutschlands und Italiens zusammen etwas mehr als 6 Billionen US-Dollar eben betragen. Also das hieße, wenn wir jetzt hier bei diesen sieben Unternehmen dann eine Marktkapitalisierung von über 12 Billionen sehen, dann haben wir wohl nochmal die doppelte Wirtschaftsleistung, zwar als Marktkapitalisierung eingefangen, aber von Deutschland und Italien aus 2019 gemeinsam. Das erklärt dann eventuell auch, warum in diesem Zusammenhang jetzt Berichte die Runde gemacht haben. Das ist schon ein Monat her sicherlich, aber dennoch, dass eben die EU plant, eine Botschaft in Silicon Valley einzurichten. Ich hatte das ja schon mal hier im Morning Meeting gesagt. Ich greife es gerne nochmal auf an der Stelle. Es irritiert so ein bisschen, weil man nicht so ganz sieht, welcher Staat denn dort jetzt repräsentiert wird von oder in Silicon Valley. Naja, es sind dann Staaten, die keine Grenzen kennen, also aus dem Big Tech-Bereich. Folglich eben Unternehmen wie Facebook und Apple und Netflix und Google, also Facebook, Google ganz besonders natürlich an der Stelle, Amazon natürlich auch, Microsoft, ja eigentlich das komplette Programm, wenn man eigentlich möchte. Facebook, Google hinsichtlich Daten sammeln, Datenverarbeitung, Microsoft, Nvidia im Hinblick auf auch Apple in gewisser Form, vielleicht im Hinblick auf künstliche Intelligenz, Apple dann auch dahingehend beispielsweise Netflix, Amazon Entertainment, Amazon als Retail Sales in diesem Zusammenhang. Also ja, das ist eine Machtkonzentration, die eben an der Stelle dann auch unterstreicht, wo wir eventuell auch zukünftig hinsteuern und weswegen man dort eben dann entsprechend so eine diplomatischen Instanzen, so nennen wir sie mal, ja, wie beispielsweise eine Botschaft dann innerhalb des Silicon Valley plant, eben dann aufzumachen an dieser Stelle, um möglichst die Kommunikation auf relativ kurzen Wegen eben tatsächlich dann zwischen den privaten Unternehmen hier und den einzelnen Mitgliedstaaten in der Eurozone eben, in dem Falle der Eurozone, eben an dieser Stelle dann abzufahren. So, also das nochmal ganz kurz am Rande, bezogen wie gesagt auf den Tech-Bereich und warum dieser eben so brisant ist. Ich hatte im Hinblick auf Nvidia schon diverse Male und ich werde auch nicht müde. Das ist ein interessanter Bereich, in dem wir gerade traden. Ich bin gespannt, ob es da nochmal einen kurzen Spritzer in Anführungsstrichen auf der Oberseite gibt. Region 230, vielleicht 235, 240. Das könnte CAV-technisch für Short-Engagements interessant sein, wo man dann als Ziel eben in diesem Zusammenhang darauf spekuliert, dass es zu einem Rücksetzer in Richtung der 200er-Region kommt. Das wäre dann diese aktuell hier, ich mache die mal farblich ein bisschen anders, dann ist die nicht blau, sondern mal pink draus oder sowas. So, dass das dann diesen ein Retest dieser am pinkfarbenen Aufwärtstrend, den ihr nochmal nach sich zieht. Also eine Korrekturbewegung aus diesen Gefilden von 10, 15, 20% vielleicht, innerhalb vielleicht auch relativ kurzer Zeit, je nachdem, ob sich denn dann beginnt, eben entsprechende Volatilität entsprechend zu präsentieren. Auf weiter Front, der sich dann auch beispielsweise so ein Tech-Gigant wie Nvidia nicht entziehen könnte. Das Gleiche würde dann so wahrscheinlich einen Spillover-Effekt geben. Ähnliches dürfen wir erwarten, beispielsweise in Facebook. Wir können auch mal die ganzen Unternehmen, ich guck mal kurz, habe ich Facebook hier schon drin? Nein. Also Netflix auf dem Weg, Versuch, aus dieser Range auszubrechen auf der Oberseite in Richtung der Allzeithochs unterwegs. Hier. Der Versuch damals im Januar ist fehlgeschlagen. Mal gucken, ob es diesmal was wird mit einem Aktienkurs von 600 an dieser Stelle. Ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich damals einen Trade hier tatsächlich auf die Earnings damals gemacht habe, auf dieses Gap-Up, was da stattgefunden hat, in Antizipation auf den Break auf neue Allzeithochs, der Durchmarsch, aber in Richtung 600, der ist damals ausgeblieben. Jetzt sehen wir erneut eine Attacke. Natürlich sehr, sehr stark überdehnt. Mal gucken, ob das wirklich in diesem Umfeld ein nachhaltiger Bruch werden kann oder ob das nicht eher ein Fehlversuch wird oder ein Fehlausbruch hier aus dieser Perspektive eben auf der Oberseite wird und wir dann eher zurück in die Range abverkauft werden. So ähnlich wie sich das in, gucken wir mal ganz kurz, in Amazon beispielsweise gezeigt hatte. Ach so, Amazon habe ich sogar drin. Mal gucken. Na? Wo ist denn Amazon? Nvidia, Tech. Weiter oben, Silver, Gold. Moment. Modern, da ist Amazon. Also, ähnlich wie hier beispielsweise. Ja, da gab es auch einen Ausbruch auf neue Allzeithochs. Retest, tieferes Hoch und dann dieses Gap Down eben auf diese enttäuschenden Earnings. Könnte durchaus.
Mal gucken, ob das in Netflix sich darstellt, wobei Netflix ja erst dann Mitte, Ende nächsten Monats im Earnings rausgibt. Also eventuell, mal schauen. Also der Kursverlauf, der wird sich eventuell ein bisschen anders darstellen. Aber hier sieht man eben, dass dieser Run hier in diesem Zusammenhang dort und dann auch, dass das Schließen dieses Gaps jetzt, also dieses schwachen Reports, eigentlich schwachen Quartalsausblicks, den Amazon hier veröffentlicht hatte, Ende Juli, dass das eben jetzt komplett wieder weggeatmet wurde, entsprechend vom Markt. Aber nichtsdestotrotz starke Widerstandsregion auf der Oberseite. Auch hier findet sich dort wieder Pull-in gegen diesen Bereich. Es begünstigt, also es läuft vieles auch aus technischer Perspektive in diesem Bereich, dass man auch sagt, saisonal befinden wir uns in einem recht schwachen Umfeld eigentlich. Das Einzige, was uns jetzt derzeit rettet, ist eben dieses niedrig volatile Treiben vor dem Labor Day. Aber post des Labor Days, also ab nächster Woche Dienstag, könnte es durchaus ein bisschen turbulenter eben in diesem Zusammenhang werden. Eventuell sich dann diese negative bärische Saisonalität beginnen, eben dann wiederzuspiegeln. Und das könnte dann eben besonders eben auch vor dem Hintergrund der technisch relevanten Level, die hier diese Big Tech Names anlaufen, eben für den breiten Markt ein Problem werden, eben ausgehend von dem Umstand, weil wir eben einen Großteil dieser derzeitigen Rallye, besonders im Nasdaq beispielsweise, eben diesen Big Tech Names verdanken. Ja, verdanken ist das richtige Wort. So, ja, unfassbare 5 Punkte haben wir jetzt hier uns bewegt. So, das ist die, na, was ist das eigentlich? 5 Punkte, 10 Punkte maximal. Also wir haben gerade die Erzeugerpreise veröffentlicht gesehen. Wir können mal ganz kurz draufklicken. Sind die schon geupdatet? 12,1. Nicht schlecht. Also das ist dieses psychologische Level, von dem ich gerade sprach. Ich sagte ja, mal über der Erwartung ist denkbar. 11%. Jetzt sind wir schon bei 12,1. Das ist ein unweigerlicher Inflationsdruck, der ist nicht mehr wegzudiskutieren. Also auch vor dem Hintergrund der Beschleunigung, die wir hier zu sehen bekommen. Gestern auch zum Beispiel. Im Hinblick auf China, die jüngsten Wirtschaftsindikationen von dort, die eventuell Schwierigkeiten im Hinblick auf Lieferung von Gütern oder Verarbeitung und dann auch Lieferung von Gütern eben nach sich ziehen könnten, also Lieferengpässe, die sich abzeichnen, die dann noch einmal zu deren sowieso schon unterbrochenen Lieferketten eben beitragen, Inflationsdruck erhöhen können. Das wird sich jetzt früher oder später, oder das macht sich hier auch im Hinblick der Erzeugerpreise, das wird auf die Verbraucher umgewälzt. Also Erzeuger, die an dieser Stelle eben, oder beziehungsweise Verkäufer von Produkten, die schlagen das ja entsprechend auf die Preise drauf. Das frisst sich ja in deren Gewinnmarge hinein, die sie ja trotzdem konstant und hoch halten wollen. Und jetzt ist allerdings dann die Frage, und genau da kommt nämlich dann so ein bisschen der Punkt, Stichwort Inflation zum Beispiel. Eine gewisse gesunde Inflation, die ist mit Sicherheit dankbar an dieser Stelle für Aktien an dieser Stelle, eben auch ausgehend von der Überlegung Alternativlosigkeit und dergleichen. Wir sind jetzt noch nicht wirklich in dramatische Gefilde vorgestoßen, aber das ist eine Antizipation, dass den Menschen das früher oder später an allen Ecken und Enden eventuell fehlt. Also dann in diesem Zusammenhang eben und dass sie dann in irgendeiner Form zum Beispiel Assets liquidieren müssen, Aktien liquidieren müssen, um weiter ihre Living Costs oder ihre Lebenshaltungskosten eben finanzieren zu können. Also das ist natürlich jetzt ein sehr grob gesprochener Gedanke, aber die Idee, die dahinter steckt, weswegen anziehende Inflation irgendwann einen Kipppunkt überschreitet und das dann negativ für Aktien wird, könnte man dahingehend interpretieren, dass man sagt, in dem Moment, wo die Inflation einfach ein Maß übersteigt, welches es notwendig macht, dass die Leute, um dann ihre Lebenshaltungskosten decken zu können und die Liquidität zu beschaffen, dazu führt, dass sie dann beginnen, beispielsweise Aktienpositionen auch zu reduzieren. Nochmal sehr grob gesprochen ist. Man sollte eher davon ausgehen, dass die Menschen, die das an erster Stelle betrifft, jetzt in den wenigsten Fällen wirklich ein breit diversifiziertes Aktienportfolio eben vorfinden. Aber nichtsdestotrotz ist es an dieser Stelle natürlich etwas, das erklärt im Kern, warum anziehende Inflation nur bis zu einem gewissen Grad positiv für Aktien ist und darüber hinausgehend eher sich dann negativ auswirkt. Auch das ist etwas, das begünstigt potenziell Taper-Spekulationen. Nochmal, wir sollten vorsichtig sein, in Bezug besonders hier auf den Euro. Wir können mal ganz kurz einen Blick auf den werfen. Reagiert null. Also das ist ja um 5-Minuten-Chart, da passiert derzeit nichts. Es kommt keine Zinsspekulation auf oder sonst dergleichen, die jetzt hier dann den Euro kurzzeitig jedenfalls begünstigen würde oder dergleichen. Aber es ist zumindest etwas, man sollte es im Hinterkopf behalten. Und es ist eben auch brisant, weil jetzt beispielsweise oder vielleicht ganz besonders sogar dann eben am 22. September eben die FED-Entscheidung ansteht. Und wir hier durchaus damit rechnen sollten, dass es in irgendeiner Form eine sich intensivierende Taper-Spekulation vorher vielleicht auch gibt, die entsprechende Spikes in Zinsen nach sich ziehen. Das wäre jetzt nichts, was den Euro positiv treiben würde, sondern eher günstig für den US-Dollar wäre, aber dennoch etwas, was aktuell einfach
den Bias im Markt gut widerspiegelt und weswegen das eben eine gewisse Brisanz beinhaltet. Was wir aber jetzt auch hier erkennen können und eigentlich auch schon gestern haben erkennen können, auch, naja, es ist nicht dramatisch gewesen. Mal ganz kurz hier zurückgehen. So. Also, wir haben gestern um 14:15 Uhr die ADP-Zahlen gesehen. Wir haben dann eben von dieser, wir haben bullische Reaktion gesehen von 18, wo sind wir gestartet? 18,16, 18,17 ungefähr. Hier sind im Hoch gehandelt worden, 10 Pips höher, haben dann einen Trend etabliert, der uns bis 18,50 geführt hat. Es war kein massiver Anstieg in der Volatilität. Diese Niveaus, die haben wir dann wieder teilweise in den Abend hergegeben, orientieren uns jetzt nochmal in Richtung dieser Hochs. Aber worauf ich hinaus will, ist, da sind wir dann bei den ADP-Zahlen, die gestern so enttäuschend veröffentlicht worden sind. Non-Farm Payrolls, morgen, die veröffentlicht werden, die bergen das Potenzial für anziehende Volatilität. Das steht vollkommen außer Frage. Nichtsdestotrotz sollte man auch hier nicht wirklich das in den Himmel wachsen sehen, also volatilitätstechnisch. Das haben jetzt die jüngsten Events gezeigt, allerspätestens die ADP-Zahlen. Wir wissen, dass die ADP-Zahlen positiv korreliert sind zu den NFPs. Also heißt, wenn die ADP-Zahlen negativer ausfallen oder schwächer als erwartet und gestern mit 374.000 neu geschaffener Stellen, wir sehen, wir hatten eine Erwartung von 613, also das ist enttäuschend. Das rechtfertigt eigentlich keine Reduktion der Anleiheaufkäufe. Dennoch ist es so, beim letzten Print zum Beispiel, hier 330.000 neu geschaffene Stellen, die auch deutlich unter der Erwartung gelegen haben, letzten Monat, haben dann die Non-Farm Payrolls sich positiv. Ach so, Verzeihung, das war jetzt Quatsch. Hätte ich ja gleich drauf gehen können. Labor hatten die dann erstaunlich stark performt. Also, das heißt, diese negative Korrelation, die ist nicht zwangsläufig in Stein gemeißelt. Egal aber, in welche Richtung hier der Datensatz veröffentlicht wird und egal, wie man ihn auch darüber hinausgehend interpretieren kann, ist es dennoch so, dass wir im aktuellen Umfeld eher nicht erwarten sollten, dass es da zu starken Schwankungen kommt. Also wir sollten das im Hinterkopf behalten, wir sollten auch verstehen, in welche Richtung hier ein zum Beispiel starker Print führt. Der führt zwangsläufig, aber zumindest mal mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu einer Reduktion der Anleiheaufkäufe oder zumindest einer Thematisierung, dass es eine Diskussion hinter den verschlossenen Türen seitens der Fed-Offiziellen in diese Richtung gegeben haben könnte. Das alleine wäre aber vielleicht schon ausreichend, um entsprechend eine bärische Reaktion in Equities, Querstrich eine bullische Reaktion zum Beispiel um US-Dollar nach sich zu ziehen und umgekehrt. Nochmal, das wird sich nicht sofort schlagartig manifestieren, diese Einschätzung, aber sie könnte sich dann im Laufe der nächsten Woche oder den nächsten 2 Wochen beispielsweise eben beginnen, im Hinblick auf die Fed-Entscheidung am 22. September eben dann wiederzuspiegeln. Und würde sich potenziell dann, und da kommen wir dann auf die Märkte, die davon besonders betroffen sind, würde sich potenziell am ehesten widerspiegeln in einem schärferen Rücksetzer im Tech-Bereich. Und besonders da, also dann im Nasdaq 100, folglich dann besonders auch in den Einzeltiteln wie beispielsweise einer Apple, einer Netflix vielleicht, die zwar jüngst jetzt sehr stark gelaufen ist, aber dennoch eben Korrekturpotenzial auch durch die technischen Gegebenheiten bietet oder vielleicht dann auch in Nvidia beispielsweise. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier nochmal. Also, wenn ihr Fragen haben solltet, ich sag's wieder, dann stellt die bitte gerne in die Chatbox. Ja, also ich würde mich freuen, eure Fragen beantworten zu dürfen, sofern ihr welche habt, irgendwelche Einzeltitel, die ihr beleuchtet sehen möchtet oder dergleichen. Wir werden jetzt nochmal kurz einen Blick auf Gold werfen. Bild hat sich nicht verändert an dieser Stelle. Wir konsolidieren hier weiter in einer engen Range und ich gehe auch ehrlich gesprochen nicht wirklich davon aus, dass wir jetzt diese Range hier verlassen, außer es gibt Blockbuster-Print. Blockbuster-Print wäre an der Stelle wirklich, NFPs sind so stark und die Arbeitslosenquote fällt unter 5% an dieser Stelle, dass wir eine ähnliche Reaktion zu sehen bekommen, wie wir sie hier zu sehen bekommen haben letztes Mal. Also am 6. August, da erinnern wir uns dran, da sind wir aus den gleichen Gefilden. Also wir haben im Grunde genommen diese Abschläge haben wir komplett wieder aufholen können, nach diesem dann auch am Montag darauf stattgefundenen Flash Crash hier. Aber wir haben einen sehr, sehr scharfen Impuls auf der Unterseite gesehen. 1760, sehr schwacher Wochenschluss und dann gab es eben dünnes Umfeld, Wochenstart. Das war am 9. August eben diesen Flash Crash hier, der uns nochmal in Richtung 680 eben in diese Gefilde geführt hat, den wir dann zügig zurückgekauft haben. Was positiv ist, wir haben die 1750 zügig zurückerobert und auch halten können. Wir können aktuell ebenfalls hier den Ausbruch über die 1800er Mark oder nehmen wir mal den Ausbruch aus dieser Konsolidierungszone post oder im Anschluss an die Ausführung von Jay Powell in Jackson Hole eben hier können wir halten. Was ihr allerdings dennoch hier an dieser Stelle so ein bisschen, was ich vermisse, ist weiterhin eben dieses deutliche Abdrücken gegen diesen Bereich.
Und dann auch eine zügige Attacke hier auf diesen rotfarbenen Kasten, also die Region so roundabout um 1830, 1835 US-Dollar pro Feinunze. Das ist dünn, also das ist etwas, wie gesagt, da würde ich aktuell einfach, oder da würde ich generell, da würde ich mehr erwarten. Dass das hier jetzt derzeit nicht stattfindet, wie gesagt, Bullen oder diejenigen welchen, die da eher den Break höher eben erwarten, die würden das nicht unbedingt als relative Schwäche derzeit interpretieren hier, was wir zu sehen bekommen haben. Eventuell sehen die das einfach nur als ausgehend vom derzeitigen Marktumfeld begünstigt. Wie gesagt, niedrige Vola und dergleichen, Unsicherheit im Hinblick auf Jackson Hole und so weiter und so fort. Unsicherheit, Jackson Hole sage ich schon, Unsicherheit im Hinblick auf eine Taper-Spekulation seitens der Fed am 22. Was sagen wir, eine Woche vorher. Nichtsdestotrotz, Skeptiker an der Stelle sehen hier vielleicht, ja, Skeptiker sehen da vielleicht eine relative Schwäche, bei der es zeitnah nötig wird, dass wir uns von der 1800 deutlich nach oben abstoßen und die 830 dann wieder in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Das bedeutet für uns, für unsere Fälle, wenn wir das trading-technisch umsetzen wollten, wir sollten natürlich unser Ohr an der Street haben und wir sollten an der Stelle wissen, dass das, was uns jetzt hier betrifft, morgen um 14:30 Uhr mit den Non-Farm Payrolls veröffentlicht wird. Wir sollten wissen, dass jeder Print, der über der Erwartung liegt, besonders eine Arbeitslosenquote, die sich in Richtung 5% und darunter präsentiert, ähnlich überraschend positiv veröffentlicht wird, wie im letzten Monat beispielsweise in der Lage ist, Taper-Spekulationen zu begünstigen, die eher einen Push zurück unter 1800 begünstigt. Und umgekehrt, also jeder enttäuschende Datensatz, anziehende Arbeitslosenquote und dergleichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf dem Status quo, dem Geldpolitischen, weiter verfährt und entsprechend eben hier den Fuß auf dem Gaspedal stehen lässt. Das heißt allerdings dann auch, selbst wenn wir morgen keine Reaktion bekommen, wir wollen sie spätestens ab nächster Woche Dienstag sehen. Und wenn diese dann ausbleibt, dann würde ich, also bullisch ganz besonders an der Stelle, dann würde ich sehr, sehr skeptisch werden. Sprich, wenn ich jetzt hier diesen Bereich long trade, habe ich meinen Stop allerspätestens, wie schon gestern hier thematisiert, unterhalb von 1800, 1799 US-Dollar pro Feinunze. Bei einem Drop unter dieses Niveau gehe ich nicht nur davon aus, dass wir dann insgesamt neutral uns wieder darstellen, sondern auch, dass wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, sogar hier die 77, 775 zu attackieren und zu unterschreiten, dass dann sogar der Bereich um 1750 nochmal in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und dass wir dann vielleicht auch infolge anziehender Zinsen, einer vielleicht kurzzeitig sich spikiger zeigenden Aufwärtsbewegung in Realzinsen beispielsweise eher nochmal bärisch präsentieren und dass das dann ein Anzeichen eher von relativer Schwäche sogar insgesamt war. So, das also die Situation in Gold. Silber ist immer noch, naja, durchwachsen, so möchte ich es mal formulieren. Positiv ist aktuell mit Sicherheit, dass wir es irgendwie schaffen, diesen Bereich hier um roundabout 23,90, 24 zu halten. So wirklich aber ein scharfer Push höher ist derzeit nicht ausmachbar. Das ist eine relative Schwäche hier an der Stelle, die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Also ich gehe längerfristig weiterhin davon aus, dass Silber potenzielles bullisches Outperformance-Potenzial hat. Aber dennoch ist es natürlich so, dass Silber an der Stelle als nicht nur Edelmetall, sondern eben auch als potenzielles Industriemetall, natürlich dann von einem sich eintrübenden konjunkturellen Ausblick, Wirtschaftsausblick natürlich eher negativ betroffen wäre. Und derzeit gibt es ja mehrere Indikationen, die eher in die Richtung gehen, die eben ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum eben widerspiegeln. Also anders lässt sich ja auch derzeit eben nicht dieser geldpolitische Stimulus an der Stelle seitens der Fed erklären. Also du kannst sicherlich allen erzählen, wie toll prosperierend sich die US-Wirtschaft darstellt. Aber wenn man sich dann den jetzt deutlich ausmachbaren anziehenden Inflationsabdruck, Druck, der sich abzeichnet, eben identifiziert und trotzdem nicht irgendwie in irgendeiner Form restriktiveren geldpolitischen Kurs anschlägt, dann ist das eher ein Signal dafür, dass es da eventuell doch ein bisschen mehr Sand im Getriebe gibt, so will ich es mal formulieren. Und das ist eben etwas, was vielleicht dann auch hier dazu führt, dass Silber deutliche Schwierigkeiten hat, sich dann bullischer zu präsentieren und von der 24 nach oben abzustoßen. Also das Risiko weiter bestehen bleibt, dass wir hier so ein Rollover sehen. Während ich für Gold, da wie gesagt, durchaus ein bisschen Vorsicht walten lassen würde,
durchaus nochmal ein Leg-Down unter die 1800 denkbar wird, sofern dann auch besonders so ein Spike in Zinsen sich abzeichnet, könnte er sich nochmal etwas dramatischer in Anführungsstrichen dann hier in Silber widerspiegeln. Also da könnte durchaus nochmal ein schärferer Push tiefer stattfinden, der uns in Richtung 23 beziehungsweise dann sogar vielleicht nochmal in Richtung der 22er Gefilde führt. Wo dann allerdings auch wiederum, sofern es so einen Lauf geben sollte, sich das Chance-Risiko-Verhältnis technisch verhältnismäßig attraktiv darstellt, das Bild. Also hier könnte man durchaus dann wieder in Betracht ziehen, sofern diese Region gehalten werden kann, sich long zu positionieren, in Erwartung eines dann mittelfristig sich eher günstiger darstellenden Bildes. Also das ist durchaus etwas, ein durchaus zu Betracht ziehendes Szenario. Bitcoin macht wieder Freude. Ich habe auch gesehen, da müssen wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Ich habe Twitter war das. Da gab es diverse Verweise an dieser Stelle auf Ethereum und die aktuelle sehr, sehr bullische Performance, die wir da zu sehen bekommen. Also relative Stärke, die hier in dem Zusammenhang sich auch in anderen Kryptos eben widerspiegelt, eventuell ganz besonders sogar in Ethereum. Da werfen wir gleich mal einen Blick drauf. Was wir hier zu sehen bekommen, ich hatte in dem Zusammenhang ja die 47.500er Region zum Thema gemacht. Wie gesagt, das ist kein gutes Signal, was wir hier zu sehen bekommen. Also sprich anders formuliert, dieses Überrollen gegen den Bereich, beziehungsweise hier kann man das noch viel, viel besser erkennen. Dieses Überrollen gegen diesen Bereich, nachdem es dort zu diesem Bruch kam, dieser Trendlinie, das ist hier diese durchgezogene Linie, das war am, guck mal kurz, Montag, ja, Montag, dieser Break. Und dann auch hier dieses Überrollen, dieses Nicht-Zurückerobern dieser Ausbruchregion um rund 47.500 bis 47.700 Dollar. Das war ein durchaus negatives Signal, war ganz klar bearish, aber was ausgeblieben ist, ist eben dann hier der Follow-through auf der Unterseite. Also das heißt, die 46,5 ungefähr, die konnte gehalten werden. Und dann hat es eben eine Drift zurückgegeben, das war erstmal zunächst nicht überzubewerten. Ihr erinnert euch daran, ich hatte gestern auch nochmal in diesem Bereich eher die Short-Seite eben dann zum Thema gemacht, weil es eben dann eine mögliche Trigger-Region war für Short-Engagements. In den Abend hinein allerdings kam es dann hier zu diesem scharf bullischen Break auf der Oberseite. Das war ja 18 Uhr ungefähr. Starker Push zurück über. Das negiert den Short-Ausblick an dieser Stelle. Es wird noch nicht super long in dem Umfeld. Aber was wir jetzt natürlich zu sehen bekommen, ist ein Retest hier der oberen Range-Begrenzung in Anführungsstrichen beziehungsweise der 50.000er-Region. Und sofern wir uns jetzt hier oberhalb von 49.000 Dollar halten können, und derzeit sieht es ganz danach aus, eventuell, Wenn uns der Trader-Gott in Anführungsstrichen wohlgesonnen ist, gibt es vielleicht nochmal einen kurzen Flashout nach unten und wir sehen nochmal hier einen Retest dieser 49.000er-Region. Dann könnte das ein interessanter Bereich werden, gegen den man sich long positionieren könnte, in Erwartung, dass es dann zu einem doch deutlichen Break zurück über das 50.000er-Level kommt. Also hier an der Stelle muss man jetzt ausgehend von der jüngsten Price-Action sagen, die Bullen haben jetzt haben eine Duftmarke gesetzt. Das ist ganz klar ein bullisches Signal, was hier gesendet wird. Und ein Rücksetzer nochmal in Richtung der 49.000er-Region, halten dieses Bereiches hier an dieser Stelle. Das wäre ein möglicher Long-Einstiegsbereich. Stop allerspätestens hier unterhalb dieses nennen wir es mal, Korrekturtiefs nach diesem bullischen Push, diesem bullischen Momentum im Lauf, den wir gestern Abend zu sehen bekommen haben. Hier in diesem Bereich 48.100, so roundabout, läge mein Stop, Pi mal Daumen. Das sind also 800, 900 Dollar Risk. Und dann würde ich auf der Oberseite eben auf eine deutliche Rückerung der 50.000er-Region gehen. Vielleicht, ja, Gefilde, 52.000 mindestens, glaube ich, könnte man dort als Ziel anvisieren. Also CAV könnte da besser 3:1 eben tatsächlich sein für solch ein Szenario. Also ich zeichne das mal ganz kurz hier vielleicht ein. So. Also dieser Bereich. So. Das ist das Szenario. Und Stop. Lege allerspätestens hier unter diesem, auf diesem Level, aber das war jetzt nicht so gut. Da, in diesen Gefilden. Ja, das nochmal so zwei, drei Gedanken zu Bitcoin. Ich habe keine Ahnung an der Stelle. Kurz mal überlegen. Das wird schwer. Ich habe gerade gesehen, er könnte
Könnte bei mir heute zeitlich nur eine Meisterleistung erforderlich sein. So, kurzen Augenblick. Bitcoin, Ethereum. Da kurz einen Blick drauf werfen. Habe ich Ethereum hier nicht? Doch, da ist Ethereum, wollte ich doch sagen. Also, sehr, sehr starke Performance. Hier gegen diesen Bereich auch 1800 Dollar. Also, potenziell auch ein Outperformer. Wir müssen immer mal sehen, wir haben jetzt hier von den Juli-Tiefs oder dieser Region um 1800, 1700, 1800 Dollar haben wir wieder einen Verdoppler gesehen. Und das ist scheinbar auch nur eine Frage der Zeit, wann hier die 4000 wieder im Mittelpunkt des Geschehens rückt. Ich kann an der Stelle nicht sagen, was der Treiber ist, der bullische Treiber. Was auf jeden Fall sich deutlich widerspiegelt, ist, dass das potenziell Retail getrieben ist. Also das heißt, das ist ja, also aktuell einsetzender Social Media Hype auch wieder in diesem Bereich, dass Ethereum hier offensichtlich ja, einen Run sieht. Ob das jetzt wirklich dann starke Hände sind oder ob das nicht eher ein, ich sag mal, wie soll ich sagen, ein rein spekulativer Push ist, der hier stattfindet. Das spielt unterm Strich wahrscheinlich kaum eine Rolle. Wir haben eins ganz klar ausmachen können, nämlich das Halten. Mal ganz kurz hier. Ja, ist nicht so ganz die Region, ne? Also kommen wir soweit nicht zurück? Nein. Also hier diese Region, dieses Zwischenhoch, das ist aus dem Mai, Juni ungefähr. Diese Region um 2800 Dollar. Nachdem wir die haben überwinden können, hier und haben uns oberhalb konsolidierend präsentiert. Das war ein recht starkes Signal. Also wir haben kontinuierlich gegen die 2,9 haben wir hier Nachfrage reinkommen sehen und jetzt haben wir eben entsprechend diese Konsolidierung auf der Oberseite brechen können und potenzielles Kursziel, was wir jetzt anvisieren, ich würde mal sagen, das lässt sich am besten mit einer entsprechenden Kursprojektion, lässt sich das hier arbeiten, indem wir einfach sagen, wir haben hier eine Range gehabt, die sich herausgebildet hat, da zwischen Bereich 3. Das ist hier so, wie gesagt, die 2900er Region und 1000, so ungefähr 1700, 1800. Da sind wir bei 1200 Dollar. Und dann kann man auch erkennen, wir haben jetzt nahezu diese Projektion einmal nach oben abgefrühstückt. Was man aber nochmal eben in diesen Social Media Debatten hier rund um Ethereum gerade sehen kann, ist, dass eben die 4000 zum Thema gemacht wird. Also es könnte durchaus sein, dass das wie so eine magnetische Wirkung auf der Oberseite hat und dass man den Preis eventuell versucht, in diese Gefilde eben zu ziehen. Was abzuwarten bliebe, ist aber natürlich in diesem Zusammenhang, ob es dann zu einer nachhaltigen Eroberung kommt oder ob das nicht eventuell dann so ein potenzielles, mindestens kurzfristiges Blow-off-Top eventuell ist, was sich hier herauskristallisiert. Also es könnte sein, dass wir bis 4000 laufen und dann gegen die 4000 eher einen schärferen Bounce zu sehen bekommen und dann nochmal schauen müssten, ob diese Region hier um 2800 Dollar, 2000, ja, diesen Bereich, um diese Tiefs auf jeden Fall, ob diese gehalten werden könnte. Sofern sie gehalten werden könnte, könnte das nochmal ein ganz interessanter Bereich sein, wo man dann eventuell entsprechend eben sich gegen Long positionieren könnte, auch mit einem klaren Level, gegen das man riskiert. Also, wenn ich diese Region dann nochmal bekäme um 3000, vielleicht sogar das runde Level, und ich würde dann entsprechend mit einem Stop arbeiten, dann würde ich den allerspätestens hier unterhalb von 2000 870, 850 eventuell haben und würde dann gegen diesen Bereich mich entsprechend long positionieren, kleines Risiko mit nochmal der Erwartung, dass es hier einen Bounce gibt, der uns in Richtung der 4000er Gefilde eben führen könnte. Ja, also vielleicht kann ganz kurz jemand in die Chatbox schreiben, vielleicht hat der ein oder andere vielleicht hat der eine oder andere an der Stelle eine Idee, Querstrich ein Grund, wo gerade diese Ethereum-Thematisierung eben herkommt. Ich gucke mal ganz kurz. Wir haben einmal hier Skills eine Frage. BBIG? Nee, BBIG haben wir nicht. Das hätte mich jetzt auch ehrlich gewundert. BBIG ist nämlich ein verhältnismäßig. BBIG. Hier Vinco. Das ist nämlich ein. Ja, Puppe. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Titel bezeichnen sollte, der so Pump and Dump ist. Ich weiß gar nicht, auch wofür die überhaupt stehen. Aber eins weiß ich auf jeden Fall, dass das ein ziemlich aktiv diskutierter Titel eben ist. Auch gerade bei Reddit. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen. Swaggy Stocks. Und hier Wall Street Bets. Auch Skills war gestern extrem hoch gehandelt. Hier Skills, Most Mentioned Titel bei Wall Street WSB, also das heißt auch potenzieller Short-Squeeze-Kandidat. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen. Also wir fokussieren uns mal vielleicht auf Skills an der Stelle, weniger auf BBIG. Ich glaube, BBIG ist auch ein klassischer Low-Float-Stock, glaube ich. Ich glaube, oder beziehungsweise wir sind nah dran. Ich gucke mal ganz kurz, Winko.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Also, Skills machen wir zum Thema, ganz kurz als Idee. Warum, wieso, weshalb? Also es gibt zwei Gründe. Der erste ist erstmal BBIG, anders als Skills, kannst du hier bei Markets nicht traden. Und der Hauptgrund, warum du es nicht traden kannst, ist, weil es eben ein potenzieller Low-Float-Stock ist. Also er geht in die Richtung. Ja. Shares Float ist 20 Millionen Stücke, das ist eigentlich noch genügend. Normalerweise sagt man, alles, was ein Shares Float hat, kleiner 10 Millionen, ist dann klassischer Low Float Stock. Aber auch 20 Millionen sind an der Stelle extrem dünn. Wir haben einen Short Float von über 50% an der Stelle. Also, das heißt, das ist potenziell Retail Trader getrieben, Wall Street Bets getrieben an der Stelle. Und nur was für wirklich fortgeschrittene Charaktere und selbst die werden sich das zweimal überlegen, ob sie dann in solchen Titeln sich wirklich hier wiederfinden wollen. Es ist extrem schwer, da Liquidität zu stellen, Liquidität zu beschaffen. Du hast, ich würde jetzt auch mal vermuten, bei Brokern, die eben klassischen physischen Aktienhandel betreiben, also nicht mit Derivaten arbeiten, sondern wirklich mit physischen Aktien an dieser Stelle. Hast du wahrscheinlich dahingehend sogar ein Problem, teilweise diese dann intraday short zu handeln, weil du sie kaum leiden wirst können. Also das bedeutet, das ist einer mit der Gründe, du kannst nicht wirklich garantieren, fortwährend liquiden, sauberen Handel eben zu gewährleisten, weswegen dann solche Titel eben hier nicht handelbar sind. Also in dem Fall bei Markets nicht handelbar sind. Und selbst wenn sie handelbar wären, würde ich davon abraten, die zu traden. Bei Skills ist das was anderes. Skills ist zwar jetzt auch nicht unbedingt der Megatitel, in Anführungsstrichen, aber nichtsdestotrotz in dem Zusammenhang auf jeden Fall liquide und auch ausgehend von der Marktkapitalisierung hier mit 4,7 Milliarden ausreichend etabliert. So kann man es vielleicht mal formulieren. Skills hatte ich müsste jetzt mal ganz kurz schauen, einen Augenblick, ich gucke mal ganz kurz was. Ich glaube, Skills hatte ich gestern auch in der Vorbörse auf dem Schirm. Ich hatte das, glaube ich, in der Discord-Community geschrieben. Ich weiß nicht, ob es gestern war oder vorgestern, deswegen, ich weiß auf jeden Fall, dass ich zeitnah was dazu geschrieben hat. Skills, ja. Skills. 13 Millionen Stücke sind da gestern in der Vorbörse gelaufen. Schon bereits. Also ein hoch aktiv gehandelter Titel tatsächlich. Und das war wann habe ich den Post abgesetzt? 15:20 Uhr. Also das heißt, bis zum Marktopening, Wall Street Open 15:30 Uhr, da werden wir wahrscheinlich 100% des durchschnittlich gehandelten Volumens eben hier gesehen haben. Gestern alleine 104 Millionen Stücke umgesetzt worden. Und ebenfalls potenzieller Short Float hier. Elevated, also das heißt ein potenzieller Squeeze-Kandidat und Skills, hat gestern dann auch mit einem entsprechend scharfen Gap higher aufgemacht. Also das heißt, wir haben hier ein Gap gesehen von, was waren es? 25, 30% Pi mal Daumen, haben das allerdings nicht verteidigen können. Also sind hier kontinuierlich gestern aus dieser starken Eröffnung eben unter Druck gewesen. Wir können das mal hier ganz kurz vielleicht auch zeigen, uns wahrscheinlich kontinuierlich unter Rewop gehalten. So. Hoppala. Magst du nicht? So. 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 Zumachen. So. Perfekt. Also, hier kann man sehen, wir werden relativ zügig direkt vom Opening weg verkauft, halten uns unterhalb von Rewop, können ihn nicht zurückerobern und haben dann einen potenziellen Short-Kandidaten. Ich würde mal sagen, für den heutigen Tag Inflection, die dürfte im Bereich um ungefähr 12 liegen. Also das sieht danach aus, als wenn wir nach oben jetzt einen Großteil dieser Squeeze abgearbeitet haben. Und sofern es nicht gelingt, über 12,50, über 13 zurückzulaufen, jetzt aus rein technischer Perspektive einfach nur betrachtet, glaube ich, wäre ich den Kandidaten für heute eher short. Das gilt ganz besonders, wenn wir eben unter 12 rutschen und unterhalb von 12 uns stabilisieren. Ich guck mal ganz kurz, machen wir eben kurz hier einen Blick, werfen wir mal kurz drauf. Skills. Ob wir da in der Vorbörse schon ein bisschen was sehen? Nee. Nee. Wirklich dramatisch ist das hier noch nicht. Mal kurz auf die Minute gehen. So. Ja, leichtes Gap-Up zeichnet sich ab, aber ja, wir haben auch relativ zügig, also hier eigentlich, das ist das Key-Level. Nach oben. Also das ist so die 12,80. Was ich hier an der Stelle mache, ist, ich gucke mir den 2-Tages-volumengewichteten Durchschnittspreis an. Also sprich, ich gucke mir den Rewop von gestern an und das Volumen, was heute gehandelt wird. Und ausgehend hiervon berechne ich dann entsprechend einen volumengewichteten Durchschnittspreis. Der liegt bei 12,80 bzw. leicht drüber bei 13. Und alle diejenigen welchen, die auf diese Squeeze gespielt haben,
Ja, die jetzt hier in diesem Zusammenhang long positioniert sind, die finden sich natürlich jetzt kilometerweit unter Wasser wieder. Denn hier, besonders gestern zur Eröffnung, hier roundabout, haben die einen Durchschnittspreis bezahlt von über 13 Dollar die Aktie. Und das hat sich dann natürlich durch das entsprechende Abgabevolumen nach unten reduziert über den gestrigen Handelstag. Das ist für das Gros der Marktteilnehmer hier so der Break-Even-Punkt. Und die Psychologie, die dem zugrunde liegt, dann ist folgende, dass die nämlich sagen, wenn wir noch einmal in Richtung Plus minus Null kommen für den Trade, dann gebe ich die Aktie. Also das ist wie so ein Anker-Effekt, der da beginnt dann eben eine Rolle zu spielen. Das ist dieses Anchored Viewer-Prinzip. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass hier in diesem Bereich meiner Einschätzung nach ein verstärktes Interesse bestehen wird, Abgabedruck zu sehen, sofern ihr überhaupt nach oben poppt. Also das heißt, sollten wir einen Pop in die Eröffnung zu sehen bekommen gegen die 12,80, 12,90, dann würde ich in diesem Bereich erwarten, dass sich verstärkt eben Verkäufer hier zeigen, die dann ihre Position versuchen, im Schnitt zu Break-Even zu geben. Und würde dann aus dieser Perspektive die Attacke eben hier auf dann die 12-Dollar-Marke eben erwarten. Sollten wir diesen Pop gar nicht zu sehen bekommen, sondern gleich straight away dann verkauft werden, in dem Zusammenhang hier in Richtung 12,20 bzw. Richtung 12 unter dieses Level droppen, glaube ich, dann besteht eine realistische Chance, dass wir dann in Skills nochmal mindestens diese Gefilde hier um 11 anlaufen. Und das ist natürlich eine Riesenbewegung. Also wenn wir uns überlegen, wir kommen hier von 12 Dollar ungefähr und dann 1 Dollar unter Druck, das sind ungehebelt ja schon über 8% im Kurspotenzial. Und ja, also auf jeden Fall ein interessanter Titel, auch ausreichend liquide, aber dennoch einer, der natürlich immer dann auch mal kurzzeitig dieses Squeeze-Potenzial hat. Das Problem, was du in diesem Zusammenhang hast, und das ist immer etwas, ich sage das ja immer auch gerne in meinen Tutorials, wenn es, vorausgesetzt, es bietet sich an, was ich gerne möchte, ist eigentlich ein Short-Float, der unter 20 ist. Denn du hast besonders, wenn du diese Aktie dann von der Short-Seite spielst, eben diese Gefahr, dass eben dieses Squeeze reinkommt, dass da kurzzeitig ein Interesse sich manifestiert, welches dann eben für erratische Kursbewegungen zu diesen führt, beziehungsweise solche Spikes provoziert. Und die möchtest du dann natürlich nicht sehen, wenn du da auf der Short-Seite unterwegs bist, entsprechend. Also wenn das heißt, wenn du jetzt so einen Swing in Richtung dann hier dieser Gefilde um roundabout 11 Dollar nochmal handeln möchtest auf der Short-Seite, dann möchtest du natürlich nicht sehen, dass da irgendwelche spikigen Bewegungen auf der Oberseite dann eingeleitet werden. Und das ist mit einer der Gründe, weswegen es da gilt, so ein bisschen das mit zu berücksichtigen an der Stelle. Fakt ist auf jeden Fall, es ist ein hochliquider Titel aktuell. Das kann man hier dran erkennen. Gestern gehandeltes Volumen 104 Millionen. Er ist massiv diskutiert hier im Wall Street Bets Bereich. Das heißt also, es ist ein Zockertitel aktuell. Und wie gesagt, Chance-Risiko-Verhältnis technisch eventuell ein interessanter Kandidat an der Stelle. Sollten wir unter die 12 eben tatsächlich rutschen. Ja. So. Dann hoffe ich an der Stelle, dass ich die Frage beantwortet habe. Und ja, soweit wäre es das dann meinerseits für heute auch tatsächlich gewesen. Ich wünsche euch happy trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören wieder voneinander morgen dann, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Nochmal mit einem kleinen Ausblick eben, wie gesagt, auf die Non-Farm Payrolls. Wie gesagt, mal schauen, ob das so spektakulär eben tatsächlich wird oder ob wir uns da nicht noch ein bisschen gedulden müssen dann in der kommenden Woche. Ja, meinerseits wäre es das soweit tatsächlich dann erstmal für heute gewesen. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier. Stellt eure Fragen, Kommentare und dergleichen gerne in der Chatbox. Und ja, soweit meinerseits also. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis morgen. Macht's gut und tschüss.